Eine kleine Baustelle außerhalb von Templin. Hier muss in einer Wohnsiedlung ein Unterflurhydrant mit Vorschieber gewechselt werden. Das ist Aufgabe der Mitarbeiter vom ZVWU, dem kommunalen Verband, der die Trinkwasserversorgung für das gesamte Verbandsgebiet in der Westuckermark regelt. Der Verband ist dafür verantwortlich, dass wir stabil fern entsorgen. Und wir haben ja mit unserem wichtigsten und ursprünglichsten Lebensmittel zu tun, das ist Trinkwasser. Der Umgang mit dem Trinkwasser ist eine ganz wichtige Sache. Wir arbeiten dort mit Lebensmitteln. Und insofern ist das eine ganz wichtige Sache, dass wir gut ausgebildete Leute haben, auf die wir uns immer verlassen können. Mit von der Partie ist David Sando. Der junge Mann ist seit dem Frühsommerfest angestellter Mitarbeiter. Vorher wurde er im selben Unternehmen zur Fachkraft für Wasserversorgungstechnik praktisch ausgebildet. Eine Übernahme war vom Verbandsvorsteher Bernd Riesener unerlässlich, denn David Sando wurde nicht nur im Bereich der IHK Ostbrandenburg, sondern auch im gesamten Bundesgebiet Bester seines Faches, Bundessieger. Die Freude war groß. Fast unbeschreiblich. Sag mal, ist wirklich schon eine Ehre und ich denke mal, man hat auch viel dafür getan, aber mit dir rechnet kann man nie mit rechnen mit sowas. Das ist wirklich unbeschreiblich. Und der 20-Jährige will noch mehr. Er hofft auf einen positiven Bescheid, sich im gleichen Unternehmen weiter qualifizieren zu können. So wie sein Kollege Danilo Penke, der gerade eine Meisterausbildung absolviert.